Wir sind in Crespon am Bodensee, das ist die Toskana, sage ich immer, von Deutschland. Und wir haben ein wunderschönes Obstbaugebiet und Weinbaugebiet. Steinhäuser gibt es seit 1828, ist unser Familienbetrieb. Wir produzieren hier Wein, die Cresponer Berghalde. Wir produzieren Livino, das ist Lindauer Wein, bayerischer Bodensee. Und die Seeperle, badischen Bodensee, also alle drei Bereiche. Und seit 1996 haben wir die modernste Verschlussbrennerei Europas, wo wir unsere Obstdestillate herstellen. Wir machen unter anderem auch Gin und Whisky. Gin sind wir bester Gin der Welt geworden. 2014 in England von über 200 Sorten Gin haben wir ersten Platz gemacht. Beim Whisky sind wir jetzt gerade vor kurzem wieder bester deutscher Whisky geworden, zum zweiten Mal in Folge mit unserem 12-jährigen Whisky, wo jetzt demnächst auch auf den Markt kommt. Die Sensoren von IFM bzw. die Überwachung am Bildschirm ist für uns ganz, ganz wichtig, weil über die gesteuerte Temperatur können wir halt genau Einfluss nehmen auf die Qualität später im fertigen Produkt. Und dadurch haben wir dieses System von der IFM bekommen, dass wir da einen Schritt weiter sind wie meine Kollegen. Es ist uns gelungen, mit Moneo die Firma Steinhauser zu digitalisieren. Moneo bietet den Vorteil, zentral auf einem Bildschirm genau zu sehen, an welchem Tank welche Temperatur herrscht, um letztendlich den Prozess so zu beeinflussen, dass eine gute Qualität und ein guter Wein erzeugt wird. Das ist für uns auch eine große Erleichterung, aber Qualitätsmanagement einfach. Und da halt die IFM auch mein Nachbar ist, in Tettnang, ist das natürlich eine coole Sache.